Und ein letztes Mal mit Logok. Ein herzliches Willkommen zurück bei Pokémon Tekken DX auf Nintendo Switch. Ich bin von Lühe her Gameplays als Hobby und wir suchen den nächsten Kampf, den wir vielleicht verlieren. Die Chancen stehen zumindest gut, dass wir verlieren. Kommt ganz darauf an, was wir für einen Gegner finden. Erstmal Computer. Ich glaube, selbst gegen Computer verliere ich mit dem gerade. Scheiße. Meine Güte. Aus Japan. Hey. Oder wie auch immer. Mit Schatten Mewtwo. Na, ob wir da jetzt eine bessere Chance haben. Wir werden sehen, was der Kampf uns bringt. Aus der Erfahrung, wie man am besten verlieren kann. Hey, ich wollte dich gerade packen. Meine Güte. So ein Cheat. Verloren. Zumindest 1-0. Als ob ich das überleben hätte können. Oh, stimmt, der kann ja genauso eine blöde Attacke. Alter. Nein. Oh. Alle vier Kämpfe erlauben mit Logok. Sehr schön. Erst beim Mario Tennis Aces Online Turnier die ganze Zeit verloren in der ersten Runde. Da hatte ich gedacht, mit Pokémon Tekken DX soll es besser diesmal. Aber scheinbar wohl doch nicht. Vielleicht habe ich auch einfach nur das verkehrte Pokémon. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht so recht, woran es liegt. Vielleicht wirklich an meiner Konzentration. Aber egal. Okay, das war Pokémon Tekken DX Online Rangematch mit Logok. Das Pokémon, was ich irgendwie nicht so beherrschen kann anscheinend. Ich bin von Lühe, Gameplays als Hobby und ich hoffe, ihr hattet euer Spaß. Ihr dürft mir gerne einen Daumen nach oben trotzdem da lassen und ein Abo. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Teil wieder. Mit einem anderen Pokémon allerdings wieder. Auf Wiedersehen und tschüss.